Hallo, mein Name ist Christian Schlegel. Heute ist der 18. Februar. Wir haben 18.15 Uhr und es geht in diesem Clip um die Aktie von Commerzbank. Commerzbank hat letzte Woche Zahlen bekannt gegeben, die erfreulich waren. Sie wird auf der Hauptversammlung am 22.05. erstmals seit 2015 wieder eine Dividende in Höhe von 20 Cent zahlen. Und ich finde, das ist Grund genug, um sich diesen Wert mal ein bisschen genauer anzuschauen. Vor euch liegt der Chart seit dem 22.12.2008, nur mal um zu zeigen, wo kommt sie her und bis wohin ist sie runtergegangen. Insgesamt schon ein Trauerspiel. Aber was mir auffällt bei diesem Wert ist, dass wir sowohl im Juli 2016 als auch jetzt im Januar bzw. im Dezember 2018 den Bereich um die 5,51 hier gesehen haben. Als erstes, für mich als Charttechniker, ist sehr interessant, dass wir hier eine Kerzenformation haben von den Candlesticks, die nennen sich Hammer. Ein schwarzer Kopf, ein langer Stiel, das ist grundsätzlich ein positives Signal, das hat der Markt auch sehr schön angenommen. Wir sind richtig schön von 5,51 hoch bis zu fast 7 gegangen. Wie gesagt, das hier ist ein Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Aber die Bänder sind insgesamt noch sehr weit und versprechen grundsätzlich eher etwas Ruhe. Das ist das eine, auf Wochensicht. Wir haben hier die 20-Wochen-Linie momentan bei 7,15. Sie sehen hier schon einen kleinen Widerstand vom Chart, den werden wir gleich im Tag deutlicher sehen, im Bereich von 7. Das heißt, das wäre das erste Ziel, wenn meine Ansicht der Indikatoren richtig ist. Wir haben das MACD im neutralen Bereich leicht positiv. Wir haben auch den Oszillator, die sogenannte Slow Stochastic, über im neutralen Bereich leicht positiv. Das gefällt mir eigentlich grundsätzlich recht gut. Aber ich möchte gerne mal mit Ihnen auf den Tag gehen. Das hier ist der Tag. Hier sehen Sie die eben angesprochene 7. Wurde an 3 Tagen hintereinander nahezu touchiert. Diese 7 verbindet sich aber auch hier mit dem sogenannten Bollinger Band, und zwar mit dem oberen Teil. Wir haben am unteren Bereich eine Unterstützung bei 6 mit dem unteren Band. Das heißt, das Band entspricht momentan exakt den Chartpunkten. Das ist ein Zustand, den gibt es auch nicht alle Tage, aber den nehme ich mal freundlicherweise an. Von der Technik her über den Trendfolger MACD sind wir weiterhin noch positiv, ja, wenn auch um die Nulllinie herum oszillierend, aber das sieht gut aus. Und auch von der Stochastik her sind wir, wenn gleich hoch, immer noch positiv. Das heißt, dieser Punkt von 7 ist für mich eine erhebliche Bremse auf dem Weg nach oben. Und oben heißt der Bereich 200-Tage-Linie zu diesem Downtrend. Dieser Downtrend kommt von 13, ja, und ist schon sehr häufig, maximal ein bisschen größer, ist schon recht häufig getestet worden. Vor allen Dingen hier im Bereich Oktober letzten Jahres, im November letzten Jahres, hier nochmal im Februar letzten Jahres und hier ist die 13. Das heißt, das ist für mich ein guter Trend, weil der oft touchiert wurde. Das wäre also dann das erste Ziel, dieser Bereich hier zwischen. Zwischen der 7,90 und der 8,19. Schauen wir uns mal die Optionen an. Es gibt von der UniCredit, und Sie sehen, dass ich heute deren Tool benutze, gibt es eine ganze Reihe von Produkten da drauf. Ich konzentriere mich heute auf die K.O.-Scheine. Ich nehme die unlimitierten Scheine. Ich bevorzuge die sogenannten Open-End-Scheine. Und ich gehe mal hier auf den Hebel von 8. Wenn ich der Meinung bin und möchte kein zu großes Risiko eingehen, dass die Commerzbank geschafft, die 7 mit Schlusskurs zu überwinden, wäre eine Basis, die hier unter diesem Chartpunkt, und zwar auch unter dem unteren Bollinger Band bei 6 liegt, die interessante Option. Da bietet sich sowas hier an. 5,82 ist die Basis, ist momentan 7,40er Hebel. Das ist die HX6PM8. HX6PM8. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wenn der Wert selbst die 6 hier rausnimmt, dass er viel Risiko nach unten hat. Dennoch muss ich das natürlich ins Kalkül ziehen und da suche ich eine Option, die oberhalb der 7 liegt. So etwas hier mit der Basis 7,45, da sind wir also ungefähr hier. 7,45, das ist die HX6-7AY. Meiner Meinung nach hat sie mehr Potenzial nach oben als Risiko nach unten. Ich glaube nicht, dass das ein extremer Highflyer wird im Sinne von 10, 11, 12, 13 innerhalb der nächsten 6 Monate. Das vermute ich dann erst, wenn die EZB die Zinsen erhöhen wird. Aber momentan vor dem Hintergrund der wieder aufgenommenen Dividende hat der Wert für mich grundsätzlich mehr Potenzial als Risiko. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.